Die Biologie befasst sich mit allen Aspekten des Lebens, das heißt von der Zelle über den Organismus zu Lebensgemeinschaften. Wichtig sind dabei nicht nur die biologischen, sondern auch die chemischen, physikalischen und mathematischen Grundlagen. Ein wichtiger Teil des Studiums sind Vorlesungen, bei denen der Stoff durch einen Dozenten aufgearbeitet wird. Das dabei Erlernte wird dann direkt möglichst in Praktika oder Bestimmungsübungen praktisch angewandt, was ein wichtiger Teil des Biologiestudiums ist. Außerdem gibt es die Möglichkeit von Seminaren, bei denen Studenten Vorträge über den präsentierten Stoff halten. Eine typische Fehleinschätzung ist die Sicht, dass sich die Biologie auf beispielsweise Zoologie und Botanik beschränkt und sich mit Sammeln von Käfern oder Pflanzen beschäftigt. Die Biologie, die moderne Biologie, ist sehr viel breiter und beinhaltet viele molekulare Aspekte, die im Studium auch abgedeckt werden. Wichtig für das Studium ist, dass von den Studenten ein gewisses Engagement verlangt wird und auch nicht die Informationsweitergabe wie in der Schule erfolgt, dass man also einen festen Stundenplan bekommt, sondern dass man selbstständig arbeiten muss und sich auch Lerninhalte selbstständig erarbeiten muss. Ein wichtiges Nebenfach in der Biologie ist die Chemie. Ohne die Kenntnis der Chemie sind die molekularen Grundlagen des Lebens nicht verständlich. Die wichtigsten Grundvoraussetzungen für ein Biologiestudium sind Neugierde und Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen. Soft Skills, die im Fachstudium erlernt werden, sind beispielsweise Vortragstechniken. Außerdem ist Englisch ein wichtiger Teil des Studiums, da Fachliteratur und Veröffentlichungen international auf Englisch publiziert werden. Das Berufsfeld für Biologen ist sehr breit und umfasst nicht nur öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Universitäten sowie Forschungsinstitute, sondern auch Verlage, teilweise die Pharmaindustrie oder die biotechnologische Industrie. Die FAU bietet ein modernes Biologiestudium. In den ersten 4 Semestern werden dabei die Grundlagen gelegt. Dies ermöglicht beispielsweise auch einen Wechsel in das Lehramt für Gymnasium. Anschließend erfolgt eine erste Spezialisierung, beispielsweise in unterschiedliche Fächer der Molekularbiologie oder der Medizin.